Bei mir Simon Potenziati, der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft. Italien hat gerade das Vorrundenspiel gegen Österreich verloren. Simon, was nehmt ihr mit fürs Halbfinale, wo wieder Österreich als Gegner gegenübersteht? Also wir haben gestern noch nicht so gut gespielt. Heute haben wir uns gegen Österreich ein bisschen rehabilitiert. Natürlich war Österreich der Favorit. Aber wir haben vor allem im dritten Satz relativ gut mitgehalten. Jetzt geht es noch in die Hoffnungsrunde gegen einen Gegner der zweiten Gruppe. Sollten wir gewinnen, werden wir gegen Österreich wieder kommen und wir hoffen, dass wir ähnlich gut spielen und vielleicht schaut auch ein Satzgewinn heraus. Ja, gerade im dritten Satz wart ihr ja in der Anfangsphase voll dabei, habt tollen Faustballsport gezeigt. Welchen Stellenwert hat diese Europameisterschaft im Hinblick auf eure Vorbereitung zur 2011 Faustball-Weltmeisterschaft? Ja, wie schon das Nationenturnier, das Interstock-Turnier in Linz, ist das auch ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur WM. Wir haben hier dieses Jahr vor allem oder ein, zwei junge Spieler dabei, die wir testen wollen im Hinblick. Einige Ältere haben deswegen passend bei dieser WM, und wir wollen eben schauen, dass wir da eine weitere Vorbereitung eben im Hinblick auf die Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Okay, herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg noch bei der Europameisterschaft und viel Erfolg natürlich bei der Weltmeisterschaft. Ja, danke schön und euch weiterhin viel Erfolg beim Organisieren. Danke.